dass man schafft auf der Map. Ja, auf der Strecke bin ich jetzt gerade in jeder Kurve gegengedotzt. Das war ein bisschen, also kaum raus, musst du direkt wieder losdriften, damit du überhaupt irgendwie die Kurve kriegst und ui. So, 2.14.8 leg ich vor. Ja, ich lade die mal hoch. Boah. Okay, mal gucken. Ja, 200 ist schon ganz werde ich nicht Reihe, Alter. Ja, deswegen 150. Finde ich, ist absolut verhältnismäßig, weil die Kurven sehr eng sind manchmal. Ich weiß, welche Kurve du meinst, wo man immer rausfliegt. Das war genau die einzige Kurve, wo keine Bande ist, ne? Ja. Da erstmal konsequent rausgejietet werden. Okay, ne, 200 ist ja echt nicht möglich. Aber Kevin? Obi. Nein. Zu größten. Nochmal. Mir hat's gerade auch einmal mein komplettes Loadout rausgehauen. Immerhin. Aus dem einfachen Grund, da mein Undersuit nicht mehr da ist, mein Stone Skin Undersuit. Oh. So habe ich auch meine Armor und meine SMG jetzt verloren. Meine anderen Waffen habe ich noch. Okay. Ich werde jetzt nur das rausgehauen. Ich gegen Bande gedotzt. Oh Mann. Allerdings nicht mehr. Pidu, noch 4 Millionen Kilometer. 4 Millionen noch? 3 Millionen. Oder? Lass dir wissen, ist das gut. So, ja dann. Sagen wir so, es gibt Reisen, da hast du 55 Millionen Kilometer vor deinem Arsch. Yep. Wir brauchen dann aber auch ein bisschen, muss ich zugeben. Die brauchen dann schon so 10 Minuten oder so. Oh ja. Die sind... Je nach Schiff brauchen die echt lang. Nein. Oh. An der Kante lang geschribbelt, aber bin noch auf der Strecke. Das hat mich gerade selbst ein bisschen überrascht. Das kannst du ja mal holen mit 150. Mit 200 wäre ich safe rausgeflogen, wirklich. 100.000. Jetzt rammer will ich den Planeten, wenn du so zackig da rankommst, ne? Passiert nicht. Das Lustige ist, die Entfernungsmessung ist, bis zur Nähe des Planeten, tatsächlich. So. Und von dort aus bis zum Planeten hin sind nochmal, weiß ich nicht, 1000 Kilometer ungefähr. Ja gut, dann hast du so gesehen die äußerste Atmosphäre oder irgendwie so. Ungefähr, ja. Also rammst den schon nicht, okay. Bin ich ja beruhigt. Der eine Kurve. Warum muss es eigentlich da unbedingt regnen? Frag nicht. Das Ganze ja, ist sonst zu leicht. Mit 200, du. Uff. Ja, du bremst tatsächlich bei knapp 1000 ab. Ja. Okay. Ah, ein bisschen weniger, 990, aber. In der Bereich, wo du ankommst. So. Wo ist denn jetzt Area 18 da unten? Da wo hin? Nein. Boah, ich habe gerade alle drei Kurven geschafft. Ja! Yeah. So, jetzt nehme ich den nochmal mit. Einmal um den Planet rum. Go. Okay, ich hab noch gesagt, 2 Minuten 10, ne? Wenn ich das schaffe, ist das schon gut, ne? 2 Minuten 8. 2 Minuten 10 bei 150. 2 Minuten 8, 666 auf 150 Kubik auf der Strecke. 42,9, 42,1 und 42,6. Uff. Ja. Ich glaube, die haben auch schon das HUD gefixt. Dann bist du gerade, weil dann höre ich dich nämlich. Ich bin gerade auf dem Anfang. Ja, ich höre dich. So, der Spaceport. Was ist denn so mächtig an? Was bist du da? Man sieht ihn nicht, man hört ihn nur. Echt so? Ich bin Avenger Stalker.
Echt? Ja, okay. Also dafür, dass ich gerade die Map zum ersten Mal gefahren bin, in Zeitrennstil 2:23 finde ich geht ja noch. Jo. Oh, du bist tatsächlich schneller als ich beim ersten Mal. Ich bin 2:28 gefahren. Ich bin nicht schneller als über du beim ersten Mal, Bruder. Das ist Übung. Bin dafür aber überall gegengeklötert und halt in dieser Kurve dreimal rausgeflogen, ne? Lass nur nochmal. Wo ist denn Kevin? Jetzt wird er mir schon wieder nicht angezeigt. Bitte, du wirst mir nur die ganze Zeit schon. Du hörst ihn nicht. Siehst du nicht. Na komm, ich versuch's jetzt nochmal. Vielleicht bin ich ja noch schneller. Und hier? Hätte ja was. Ja. Also ich bin hinten beim Spaceport und... Ach, da ist der Spaceport! Oh lol, ja okay. Ich komme aus einer anderen Richtung diesmal. Alter, hier ist alles mit Invictus Week Bannern, Alter. Geil! Übrigens, ich weiß jetzt, wo die Javelin steht. Oh. Javelin ist an dem Ort, wo dieser Navy-Punkt im Spaceport ist, oben. Mhm. Wobei, da er ist, hat eine Javelin geparkt. Wie lang soll die sein? 2800 Meter? Mhm. Alter, ein Schiff, das... 2800, also Tobi, für dich zum Verständnis. Kreuzfahrtschiff. Ne? Ja, nee, es ist tatsächlich ein Flottenträger, der braucht 80 Leute, um den optimal zu bedienen, das Schiff. Uff. Und das ist das größte Schiff im ganzen Spiel, ist noch nicht mal released, also das größte Schiff aktuell ist die Jump 890 und die ist 180 Meter lang. Ach süß. Und das ist wirklich riesig, wenn du vor der stehst. Das ist richtig groß. Und jetzt stell dir mal das Ding vor. Boah. Du brauchst doch Autos drauf, um da überhaupt durch die Gegend zu kommen. Von vorne nach hinten. Echt so. Als ob ich einen Hangar krieg. Da ist Kevin! Da kommt er angeflogen. Jetzt bin ich rausgeflogen. Geh am Fenster und schau dir zu, Kevin. Verkack's nicht. Oh. Hallo, Papa. Guten Tag, Herr Frozen. Oder simpel gesagt, Bären. Ja, er kommt auf Teamspeak, stupst mich an und haut dann ab. Naja. Kenn ich irgendwoher. Ah, der hat mich angeschrieben, warte mal. Hey, Björn. Oh, wow, okay, ja. Der hat mir geschrieben. Nur noch die kleinsten von allen, wa? Ja, ich bin in einem Hangar. City, das sieht spannend aus. 02, 03. Und Tobi, hast du es nochmal? 03. Ah, 003. Ich habe jetzt nur das eine Mal versucht, weil jetzt Kevin bei mir gelandet ist. Terminal, Rival Services Transfers 003. Das sieht nicht richtig aus. Hangar 9. Hol dich ab, Kevin. Komm auf. Oh, nee, jetzt sind fertig. Was denn für eine Strecke? Die ist ja cool. Nicht gar nicht. Ich find's immer noch doof, dass du nicht angezeigt kriegst, welcher Hangar du bist. Ja. Da hat sich auch schon der Subreddit drüber beschwert. Ach, ich bin gerade in einem Hangar, wo eine Jump eigentlich spawnt, na ganz toll. So ein Riesending, oder was? Ja. Ach so. So, warte, jetzt komme ich 1200, 1900, 800, 700, 600, 500, 600, 700, 800, 900. Okay. Ich bin jetzt in Hangar 6. In welchem Hangar bist du denn? Bist du Hangar 1? Du hast echt 1 bekommen, warte mal. Da steht's ja doch da vorne, das ist Hangar 3. Hangar 3 war ich schon. Ach so. Oh, warte, jetzt schieße ich fett zu dir. Du bist Hangar 2. Oh, ne? Der hat echt Hangar 1 bekommen. Ne. Was? Ich bin 140 Meter. Ah, du bist im nächsten Hangar. Okay, du hast Hangar 2 bekommen. Es steht hinter dir auf dem Boden, Kevin! Willst du mich verarschen? Hä? Oh! Okay. Willst du mich eigentlich verarschen? Entschuldigung, auf den Boden gucke ich nie. Also zumindest in Star Citizen nicht. In U-Shootern ist das was anderes. Oh, ist falsche Welt.
Guten Tag, der Herr. Moin, moin. Ich weiß, jetzt sehe schon besser aus. Jetzt sag das mir mal, Alter. Gehst ja noch. Hey, Junge, ich geb dir eine Kopfnuss, dein Bildschirm, dein Gesicht kaputt. Hast du die Stachelcappy oder was? Ja. Schau dir, wie hier alles aussieht, Alter, die ganz kleinen Flammen. Darf ich mich erstmal umziehen entsprechend, bitte? Nein! Danke. Digga, meine kleine Schwester ist am Freitag mit dem Roller zur Schule gefahren, ne? Und hat ein Schlagloch erwischt, Alter. Die hat so eine Gesichtsbremse gemacht. Das ganze Gesicht ist offen, Alter. Die hat so eine Gesichtsbremse gemacht. Ey, Junge. Ah, moin. Hey ho. So, dann die gleiche Hose und die gleichen Schuhe. Ich trage nur durch die Cap, weil ich finde, meine Frisur ist halt main. Deine Frisur ist auch main. Siehst du die ganzen kleinen Flyer hier in der Luft? Mhm. Fühlt sich an wie Karneval, was? Also ein bisschen, ne? Oder für Tobi wahrscheinlich eher wie Oktoberfest? Ja. Ich hab's einfach mal akzeptiert, um dich jetzt nicht zu mobben, aber ja. Ich schau hier nach rechts, Alter. Hinter dir ist es. May 13th. Ah, es wurde verlegt. 30. Mai bis 1. Juni. Und jetzt genau, sind wir bei Drake. Was? Drake? May. Let's get it. Wollten nicht Orion zuerst? Ich glaube schon, ja. Ja, aber hier ist alles im Drake-Style. Oh, Caterpillar! Ich will sie, aber sie ist so teuer. Schau es dir an, wie schön! Hauptsache, ich sehe da gerade die Dragonfly. Jetzt sehe ich auch die Dragonfly. Jetzt die schwarze. Dragonfly. Wüste heizt. Öl! Wo denn? Links oder rechts? Oh. Wir sind im Modus. Wir sind im Modus. Ah, da ist die Cat. Ja, okay. Ja, rechts. Ja. Rechts, weil Hitler und so. Ja, dann ist das hier. Das sind eh Aufzüge. Was? Ey, schieb mich nicht weg. Wreck im Memorial Spaceport. Hä? Kann man nur zum Wrecker Memorial fahren? Ey! Dann. Sehen wir auch nicht. Rechts vielleicht? Dann ist das hier, glaube ich. 30. Mai? Ja, richtig. Nächste Woche Samstag. Dann ist das hier der. Ah! Okay. Macht Sinn, dass er jetzt 30. Mai bis 1. Mai steht. ganzes Jahr. Das wäre schon dann solide Ehre. Wir hier rein. Alter, wie hier alles schon mal die ganzen Farben und so. Das ist schon hart, ja. Du wirst jetzt gleich noch einen älteren bekommen bei der Tramstation. Oh weia. Komm ja schon angerannt. Willst eigentlich langsam machen, aber der rennt wieder wie so ein. Ah, dann Fahnsteiger. Gehen wir halt langsam. Na. Man muss es auch genießen. Da, warte. Go floor this way. Da schau mal, siehst du das Bild rechts? Das ist die Idris. Das ist eine Idris. Alter, siehst du, wie groß. Das daneben sind kleine Hornets und Gladius. Alter, siehst du, wie groß die Idris ist? Ja. Bruder. Fick halt dein Leben. Alter, so viele kleine Flyer. Aber da ist jetzt gleich so ein richtig schön großes. Wow. Hallo. Invictus Launch. Kann man mal so machen. Drücken ist nichts. Sekunden. Was sagt der Zug da hinten? Ja, ich nenne es jetzt Zug, ich habe es ja eingesehen. Ich meckere zwar immer noch darüber, dass das eigentlich ein Bus sein müsste, aber was? Es ist ja programmiert von Amis.
Vielleicht kennen die ja gar keine Busse. Eben. Moment, hieß es nicht vorhin noch 20? Ja, hat aber normal runtergezählt. Hab ich echt so viel gelabert? Ja. Oh, ja. Oh, haben die hier drin Werbung? Nee, hier ist immer noch Kassabas. Oh, Kassabas Werbung. Cruise Pools. Pools. Restore if you recharge. Astro Armada. Ja, oh, kann man machen. Haven to your Craven. Whammas. Always a good time. Gönnen wir uns gleich ein. Alter. Oh, da ist eine Cutlass vorbeigekommen. Noch eine Cutlass. Fliegen auch Cutlass. Ist eine und runter von der Dings. Seit wann fahren wir nicht mehr da drauf? Wait, was? Wo fahren wir hin? Wann immer nur ein Stück da lang. Wann immer nur ein Stück da lang. Nee, aber wir sind noch nie so Offroad gefahren, jetzt no joke. Ja, das haben sie dann in der 3.9 irgendwann geändert, weil ich bin letztes Mal auch so schräg geflogen. Was auch, vielleicht, Kevin, sehen wir von hier aus die Dings. Da ist sie! Boah! Aber wir fliegen direkt dahin? Ja, Ehre. Ich schnapp mir mal Papa und sind erstmal unten, wenn was ist. Macht einfach wait Bescheid, bis dann. Minute. Jo. Bye bye. Wir fallen bye rein. Wait a minute. Oh, Alter, wie geil. Wait a minute. Boah. Haben wir zufälligerweise den Bus, Bahn, wie auch immer, zum Event genommen? Ohne es zu wissen. Ich glaube, du kannst mittlerweile hier nur noch zum Event. Oh, hier rechts rum, Kevin. Schön langsam, hier. Hey, langsam. Ganz ruhig. Du gehst ein bisschen schnell hier. Tickets. Hallo, ich möchte mir gerne ein Ticket kaufen. Danke. Ich wollte extra links vorbei. Ja, rechts vor rechts Fahrgebot, Kevin. Ein Ticket bitte. Dankeschön. Wait, das ist die Vergangenheit, okay. Ja, richtig. Die Geschichte von Another Invictus is ceremony. This one on Terra appears as the backdrop for a set piece in Astro. Alter, die Musik ist geil. In Astromedics from the Fire. Recorded aboard Archangel Station, Imperator Gordon Salih makes a famous one-day speech outlining desire to hold the Invictus celebration on Synthworld. Imperator Gaiatari Demona attends the Invictus ceremony on the Earth. 900, das ist unser Jahr, oder? 999th Squadron begins to perform a select Invictus ceremony. Weißt du, anstatt du in der Vergangenheit anfängst? Er geht in der Zeit zurück. Er fängt nicht in der Vergangenheit an. Halt. Also rum. After establishing contact with the Tavarin species, they launched an immediate attack in instigating the first Tavarin War. First Invictus launches take place on October 12th, set bringing new recruits to Invictus Base on Mars. Invictus Base on Mars officially closed. Imperator Eva Messa officially formalizes Invictus as a government-recognized yearly event. Invictus ceremonies reformated to change the destination of the transports from Borea Magnus to Mercator Kilian. Terra abstains from participating in Invictus in protest of Imperator Livia Messa. Der dritte? Oder? Increasingly pro-military agenda. Senator Asan Kieran speaks at the event. Military officially ends providing naval transports from all Empire worlds. Recruits are now ordered to self-report to station inside of Kilian. The Invictus ceremony on Angeli's servers as the backdrop for the climatic final of the classic's passive Ek Vit All Tomorrow's Guardians.
Imperator Galeo Messer, der vierte, makes attendance mandatory to Invictus events around the Empire. Der vierte steht da. Das ist eine 9. X ist 10, V ist 5. Anti-Messer activities turn this against him by using Invictus ceremonies to meet safely. After fall of the Messer, of the Messers, the newly instated High Command removed any remaining loyalists from their ranks and needed a new influx of recruits. Victus is moved to its current date in May to accommodate that need. Ja, den Rest habe ich schon gelesen. Also vorgelesen. Wollen wir uns was zu essen mitnehmen oder wollen wir so reingehen? Moment, wir können uns was zu essen hier vorne holen? Sonst. Ah. Was hast du denn Feines? Ridos? Kann ich überhaupt kaufen? Kann ich kaufen? Nee, okay, dann gehen wir so rein. Also bis jetzt ist cool. Musik geht drin so heavy, ey. Ja. Invictus Launch Week! So lange haben wir drauf gewartet, Kevin. Das ist richtig. Oh, die Valkyrie. Oh! Hallo, Bomber! Ja. Dann, dann, dann. Dann, 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 dann. Die SE Fleet. Hey, Moment. Das ist nicht nur die SI Fleet. Die Hammerhead ist keine RSE, oder? Hä? Die Hammerhead ist Aegis. Aber die Javelin war doch eine RSI, oder? Oder? Die? Warte, ich guck schnell nach. RSI Javelin. The Javelin ist von der Marke, die war nicht RSI. Von The Good Old Only Aegis Dynamics. Okay, dann haut das ja hin. Dann ist das die Aegis Fleet, okay. Wie groß diese scheiß Javelin ist. Ich wette, die sieht dann noch nicht mal so groß aus, wie sie eigentlich ist. Das ist das Schlimme dahinter. Die wirkt nur dreimal so lang wie die Hammerhead. Dabei ist die zehnmal so lang. Ja. Ja, das da oben kommt der Sache schon näher. Warte, die hat eine Größe, damit wir es genau wissen, damit wir uns jetzt nicht zu viel laufen. Die hat. Au, okay. Wir sollten vielleicht nicht uns wirklich nicht zu viel vorhören. Die Javelin hat eine Länge von 480 Metern. Also die ist viermal so lang wie die Hammerhead ungefähr. Doch nur. Instant neues Shirt gekauft! Boah, ich weiß noch nicht. Ich will ein RSI-Shirt. Ich will ein RSI-Shirt. Ja, ich hab schon das Shirt für mich gefunden. Boah, ich brauche eigentlich muss ich RSI und Argo-Shirt kaufen, ne? Wo ist es? Aber ich bin ein richtiger RSI-Fan. Da ist mein Anvil. Ich muss doch meiner Arrow treu bleiben. Ja, das gibt mir richtig viel von so einem echten Event. Wie im echten Leben, wenn du dahin fährst und dir ein neues T-Shirt kaufst, dass du es direkt anziehst. So ungefähr. Argo, okay. Werbeflyer. Ich will auch meine Jacke ausziehen dafür. Wird eh warm hier drin. Tante Jacke, die Damen. Boah, schau mal an, Junge. Richtiger RSV-Fanboy. Easy. So, distinct in service, Naval Oath. Hear and witness that I do solemnly pledge mind and body that I will serve and protect the United Empire of Earth against all who would seek to harm it and its people. That I will faithfully discharge the duties asked of me, and when called upon, I will defend the Empire with my life. That I will be the sword and the shield, that I will not falter or nor fail, but fight and win.
that I swear to do all in my power to act as a guardian of freedom and justice, as a champion of honor and valor, and as a true and proud member of the UE Navy. Hat mir schon ein bisschen Gänsehaut gegeben, wenn ich eigentlich bin. Schade, ich dachte, hier steht echt gratis Wasser, das wäre zu cool gewesen. Das wäre echt zu cool gewesen, wenn so gratis Wasser. Noch mehr Merch. Oh, Misk. Hier sind Victus Merch. Hier gibt es auch ein Sale, hier gibt es auch Origin. Boah, die Lederjacke sieht ja schon cool aus, ne? Wie viel kostet? 820, easy. Mit der Jacke noch schönes RSI-Logo. Mal gucken, wann ich es mal trage. Jetzt gerade nicht. Aber irgendwann mal. Was haben wir da noch? Nochmal das Invictus-Shirt. Da drüben kaufen können. Schau mal, wie sehe ich aus? Ah. Schau mal, wie sehe ich aus? Hello. Oh. Was ist das? Takuzo UEE Heroes. Die Anvil Hornet, Aegis Retaliator und die Dragkacke. Consolidated Outland. Die haben hier Outland Merch. Oh, das ist ja cool. Crusader. Wir haben, glaube ich, jede Firma hier. Mir fehlt noch Banu, aber ich glaube, die gehören nicht zur UEE, deswegen. Nee, never ever. Genauso wenig auch meine Firma. True strength is never letting others fall. Time to step. Darf ich drauf? Du musst mich dazu nicht fragen. Boah. Ich würde gern die Hand nehmen. Leider haben sie da nichts eingefügt. Das ist schon ziemlich cool. Falls du auch mal willst. Hm. Links oder rechts? Lass zuerst links gehen. Ey, ne? Das fand ich ja schon im Trailer so geil, das Ding. Friends and family of new recruits. Your loved one has just taken the first step towards a proud life in naval service. You may have questions about what... Alter, ich hab so Gänsehaut gerade, da ohne Witz. Oh, fuck my life. What they will experience in basic training. The safety of your relative, friend, and what kind of contact you can expect during the training and subsequent deployment. We know that this can be a scary time for some people and hope that this will offer some peace of mind about the wonderful opportunities that can result from this decision. What can new recruits accept? Was kommt sowas scrollen? Expect. Standard training begins as the recruits arrive on Makatur via naval transport. They are immediately given a choice known as the Rubicon, which is a final opportunity to reconsider the enlistment, after which the recruits will be divided into groups and assigned to their training camp. Known as a forge, they will also meet their divisional officer, who will be their first mentor to train them for naval service. After an extended period of intense drilling, physical fitness and education in military, theory and technology, the recruits will transition into the candidacy phase of physical and psychological and intellectual tests to determine
where in the Navy they would be the best fit for some may move to the Flight Academy. Some to research, a few may even be detailed for marine training. From this point on, the recruit will receive dedicated training into whatever discipline they've been selected for. This will account for the remainder of their training and will end with their first ship assignment, which will coincide with the next Invictus week unless there is a need for more specialized training. After that, they will deploy. Tobi wird ja zu Marines, oder was? The fuck? Ich spiele ja Star Citizen, oder? Ja. Natürlich. The Naval Experience. Real I guess the fun then. Baba. Ja, sie. How the fuck did you scroll this? Einfach mit Oh, wow. Ausrat. Und UEE Service, Starman, UEE Strago. To me, it was never really a choice. I know a lot of people grapple with the decision, but honestly, it never crossed my mind. I mean, both my parents got their citizenship from military service, so maybe that was a factor. There was a moment, though, when I touched down on the tarmac, I was suddenly seized with this fear that I wasn't going to be able to make the cut. It was the scariest thing to me. Being afraid that I was going to let down my parents and all the people who proudly wore the uniform before me. Thankfully, the Navy isn't about me. My brothers and sisters built me up and made me the Starman that I am today. Recruitment Center, your adventure begins here. Ich würde echt gern mich rekrutieren. Boah, das sieht ja Bombe aus, ne? If reckless. We push boundaries to test the limits of what we can do. To say the impossible cannot define us. To move us all beyond where we thought we could go. Be the first, the fastest, the best. It is not easy. Luck is an important skill. Failure is important as success. But we get better and we learn. And when we get back up and try again, and we carry on when others can't. We carry on so others can. Alter, gibt's sowas wie einen Gänsehautschock? Jetzt war, no joke, ich hab die ganze Zeit Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber mich packt sowas. Ja. So. Leute, weiß nicht, sollen wir jetzt noch rechts schauen oder? Na, warte mal. Ist hier ein Raum oder ist hier ein Fall Elevator? Wo geht's hier hin? Ich will nur schauen. Ihr würdet zum Ship Hall, RSI Origin und Vehicle Hall gehen. Okay. Letztes Mal, das geht's dann drüben auch. Schauen wir uns erst drüben an. Heute ist Origin erstmal. Warte mal. Ne, heute ist, warte. Ich hab's ja noch am Handy. Achso, Moment. Hall RSC Origin und Vehicle Hall RSC Tumbra. Ja, okay, doch, alles gut. Alles okay. Gut, Tobi. Das ist der gleiche Aufzug. Ja. Aber lass uns trotzdem erstmal rübergehen, genau. Boah, die finde ich ja auch. Das finde ich auch richtig cool. Ja. Weißt du, was ich geil finde? Das ist Invictus Logo 3D, ha? Huh? Dass da meine Horne trinkt. Hallo! Na? Oh, ist das Ding geil, Alter. Wir müssen unbedingt dann da hochfliegen, ne? Ja. So. What is Invictus Launch Week? The UEE uses Invictus Launch Week as an opportunity to not only congratulate the latest graduating class of Starmen and Pilots, but also celebrate this newest group of recruits gathering to set off for training. All over the Empire, sons, daughters, partners, brothers and sisters say goodbye to their loved ones before embarking to Mercator to start their next journey in life. The adventure of service in the UEE military. During this time, naval vessels dock around the Empire and let the populace see these brave defenders and
and Arvin's Spiring ships up close. Invictus is also a wonderful opportunity for the community to come together with local governments, businesses, and law enforcement to talk about planetary security and outreach. When did Invictus start? This may come as a surprise, but Invictus actually goes back several centuries to the days when the UEE was known as the United Planets of Earth, the UPE. Shortly after the First Tavarine War began in 2541, humanity suddenly found itself in need of an organized military force at a size previously unneeded. To this point, aside from the hostage situation with the Xian in 2530, there had only been local security forces under the control of the central human government. With humanity facing an imminent and overwhelming threat, a fleet needed to be raised and trained quickly. The tribunal sent out an immediate call for recruits and create this army. Transport ships on each of the settled planets would load up these volunteers and travel to a training facility on Mars, known as Invictus. On the morning of 2542, on the 12th of October, families and communities gathered at launch pads around the UPE territories to celebrate those that were going to defend against the alien invaders. As the conflict continued, more recruits would gather on that day to travel to Invictus to begin their training. Over the centuries, as the Empire has expanded, space travel has become even more accessible and most recruits are able to self-report. The need for Invictus launch weeks has diminished. The spirit of it, however, is stronger than ever. Invictus is a time to celebrate each other, to celebrate bravery, duty, and commitment to the goals that define humanity at its finest. Welcome to Invictus 2950. Dazu sage ich nur eins. Ich find's gut, dass sie den Salut drin haben. Ne. Salut und klatschen. Warte mal, wie ging's? Hier das gleiche. Warte. Actions, warte. Keeping in touch with the recruits, the Navy experience. Tobi? Was einen nebenbei übersehen hier? Ah ne, ist auch Naval Experience. Ich habe nichts gesagt. Ne, es war der gleiche, ja. So, dann fahren wir mal, würde ich sagen. Wo wollen wir zuerst hin? Du entscheidest. Obere Etage. Erst zu den Ground. Paul. Paul. Bin ich aber gespannt, du. Ja. Mal gespannt, was die da stehen haben. Oh, ach du Scheiße! Well, hello there! Erstmal begrüßt werden von drei Konstis? Alles klar. Das ist einmal die Consti, die Andromeda, die linke, die Phönix in der Mitte und rechts die Aquila. Genau. Und ganz niedlich und schnuckelig, eine Origin. 300. Gehen wir zuerst in die Display Halls oder ne, wir schauen zuerst die Schiffe an, oder? Unterladen, hallo, bitte. Komm schon. Was dir denn niedlich? Ah ne, das ist dieses Kristalloutfit. Oder hat. So. Steht hier können was? Wir hier lesen? Origin 325A steht hier quasi. Eigentlich. Das ist ein ganz schön dicker Phaser hier vorne. Holy shit. Warum habe ich das Gefühl. Oh, man kann in die reingehen. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich das Gefühl, dass wir da rein dürfen? Ah ne, das ist der Kofferraum. Das ist der Eingang. Achso, auf der Seite war das, ne? Oh! Du kannst die gratis mieten. Rent. Oh, purchase complete. Ah ja. Kommt mal in die rein, frage ich mich aber. Die auf der Seite rennen, oder? Ah ne, darfst hier glaube ich nicht rein. Nee. Tatsächlich. Ja, aber wenn, dann steigt man doch da irgendwo ein, oder? Hier an der Seite.
Echt? Ist das so ein Kletterer? Der ist viel zu groß dafür, dass da... Nein, aber definitiv eine Tür hier. Und darunter so ist, da, ja, ist ein Deployment für eine Leiter. Stimmt, ja, ja. Boah, Alter, ja, wie groß ist diese Halle, Mann? Ach, dieser hart. Kreisbanner oben und alles. Ey, das ist... Also, das haben die ja super gemacht. Ich freue mich darauf, wenn die das jedes Jahr machen, ne? Irgendwie schon, ne? Das ist die Mantis! Wie viele NPCs die hier geplaced haben? Oh, Kevin, es ist so geil, ne? Ja. Es ist so... Man kann echt nichts sagen. Hallo, Aurora! Na? Kleines, niedliches Ding. Boah, die Mantis ist ja cool. Dave, auch gratis Rent. Will ich direkt. Ja, Rent. Wir haben einiges zu fliegen. Ja. Boah. Gott, das ist ja auch wieder ein bisschen hier rein? Vorne. Ja, man kann. Du drauf kommst? Ja, geh vor. Ich noch. Geh weiter. Ich gehe runter. Cool, ich hätte auch den Call-Button klicken können, aber alles gut. Die ist zwar relativ in Anführungszeichen stumpf innen. Achso, das ist ein Klo. Aber dafür ist die halt ein ganz mieses Schiff. Die kann halt was ganz Böses abziehen, ne? Glaube ich dir gerne. Ja, du weißt ja noch, was die kann, ne? Aber das ist ein Pfeffer oder was? Ne, das war das erste Schiff, was aus dem Quantum Drive rausziehen kann. Ah, das richtig. Nicht mehr. Ja, stimmt. Das ist die Mantis, die den Kern in sich drin hat. Die Mantis war ja dieses böse Viech. Das meinte ich ja mit EMP, aber ja, stimmt, das ist der Quantum Drive, die neue. Passen zwei Menschen hier rauf? Ja, nicht wirklich. Fast. Close enough. Boah, hier ist er. Boah. Also da möchte ich nicht reinspringen, wenn das Ding gerade an ist, ne? Kann ich hier durch? Ja. Hi! Ja? Das ist sogar offen. Oh, ekelhaft. Alter. Well? Das ist geil. Boah, welche schauen wir uns zuerst an? Phoenix oder Aquila? Ich meine, Konsti, so normal kennen wir ja schon. Wenn sich das gerade. Oh. Die haben ja die Fronten anders von den verschiedenen Schiffen. Ja, alle drei verschiedenen. Nee, nicht ganz. Ne, die Phoenix und die Aquila teilen, aber die Phoenix und die Andromeda, aber die Aquila, ich will da unbedingt reinkommen, Kevin. Sieht von vorne nur interessant aus, aber sonst? Ne, die ist innen, dürfte die auch eigentlich anders sein. Ach komm. Übrigens, Brandon? Nicht vergessen. Willst du nicht mit dem normalen Aufzug reinfahren? Naja, wenn ich schon nicht so mongo bin wie du, ja. Wir sehen, wie sehr es anders aussieht, wenn ich hier hochkomme. Hier liegt nebenbei irgendwie eine Bombe oder so. What? Übrigens, das Schiff sieht eins zu eins gleich aus, nur das Cockpit ist anders, leider. Auch da? Ja. Ist das? Ich will es glaube ich gar nicht wissen. Warte mal, was soll die Phoenix nochmal für eine Art von Konsti sein? Research. Die soll das ist wahrscheinlich so eine Scansonde oder sowas. Boah. Ja. Aber sonst hat die Licht an. Nee, die ist 1 zu 1 eine Andromeda, nur dass vorne das Cockpit anders ist. Und? Ja. Finde ich es besser? Ich denke eher nicht. Muss schon so bleiben, wie es ist, ne? Ja, ich finde die kantige Front, finde ich, tatsächlich aerodynamischer. Vor allem, finde ich, sieht die böse aus, möchte ich fast schon sagen. Kantige, ja. Ey, das ist die Aurora, wo wir letztens geredet haben, dass die Kampf-Aurora ist, Kevin. Wo ist denn? Das ist... Da ist der Schalter. Mir wird die Bombe als, oder was auch immer das ist, als Constellation Andromeda angezeigt. Ah, ja. Ah, vielleicht ist es der Spot, ja. I would like to rent this, but Stim is like, nope. Also ich hab's gerentet.
System! Oh, jetzt sagt er aber bei mir auch gerade. Sag nicht, der Server ist gecrashed. Oh. Wenn nicht, der Server ist gecrashed. Genau in dem Moment. Error Disconnection Code 312. Ja. Wir haben schon extra bis heute gewartet. Don't do this to me, Erzi. Don't. Vor allem ist es schon 21 Uhr, das heißt, Alessa wird nicht mehr lange brauchen, bis sie da ist. Oh no. Freut mich, was Jan gerade macht. Geht ganz schön lange, das Spiel. Ja, bei mir auch. Er ist schön online auf Steam. Mal schauen, was Discord zu ihm sagt. Discord sagt zu ihm, auf Abwesen gestellt. Der Star Citizen Discord, ne? Mhm. Die haben einen Channel, da checken die einfach rein, was die sich zu essen machen. Genug. Oh, ich habe mein neues Armband heute von meiner Freundin bekommen, was ich eigentlich hätte zum Geburtstag bekommen sollen. Oh. Ey, ich bin im Hauptmenü gelandet, endlich. Ja, finally. So, soll ich direkt wieder starten? Wenn ich kann, oder? Was für einen neuen Charakter machen? Was für einen neuen Charakter machen? Och nö. Was für einen neuen Charakter machen? Oder bin ich die Einstellungen? Uff. Safe. Darf ich jetzt Area 18? Oh nee. Kevin? Mhm. Ich glaube, die Server sind komplett RIP. Ich kann nämlich nichts machen. Ich kann nicht auf Area 18 klicken. Nee, nicht mal auf meinen eigenen Hangar. Well. Ja, zumindest haben wir uns ein bisschen was angucken können. Müssen wir morgen nochmal schauen. Vielleicht ist es dann besser. Lasst eine Hausnummer. Aber immerhin haben wir schon die Schiffe gesehen. Mensch. Ja. Und das meiste vorgelesen. Findest du, ich kann gut vorlesen? Was sagst du? Ja, braucht noch ein bisschen Feinschliff. Ja, manchmal hake ich eine. Aber sonst ist nicht schlecht. Also ich habe so Gänsehaut bekommen und bei diesem... Dieser Hemmenttäuschung. Gezählt. Absolut autistisch. Ey,